So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Elex. In dem heutigen Part kümmern wir uns einmal um den Gleiter und dann um Kaya. Wie ist der Stand? Wie ist der Stand? Der Harley hat hier irgendwas befürchtet. Wir sind fast da, aber eben nur fast. Fuck. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Du kriegst ja einen Schlag ab, damit komm. So keinen Startwagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Ja, wie kommen wir da ran? Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Ja, wie der ganze Rest. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Scheiße. Komm, mach mal. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, dass alles schon wieder... Und dann noch nach Xarkor. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Was du tust, was ich sage, ich schnalle dich beim Start von meinem Antrieb. Kältewert zu hoch. Wir können es nicht machen, weil wir zu kalt sind. Was? Gleiter ist die einzige Chance, dich zu retten? Nenn mir deinen Preis. Was muss ich tun? Das ist doch dasselbe, oder? Nenn mir deinen Preis. Ach, so ist das. Ali ärgert. Dann ist das hier für dich nicht mehr als eine Auftragswerkstatt, ja? Na, dann kannst du die Kisten bis zum Rand gepackt mit Splittern schon mal hier hinstellen. Also 5000 müssten es schon sein. Wenn das alles ist. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben. Aber vergiss nicht, mich vorher auszuzahlen, klar? Und noch was. Tu mir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich hab schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Ja, ich will die Welt retten, aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Soll ich dir jetzt alles aufzählen? Haben wir 5000 Splitter? Ich weiß es gar nicht. Mal los? Nee, haben wir nicht mal. Ich bin arm, Harley. Nicht genug. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Der Weg zum Eis. Ja, wird bewacht. Achso, ja, okay. Das ist quasi ein Selbstgespräch, was ich noch brauche. Nun, es heißt, Huch. Kallax und du seid einst die größten Feldherren der Alps gewesen. Und heute verbitterte Feinde. Ja, ich werde mich stellen müssen. Auf kurz oder lang werde ich mich Kallax stellen müssen. Bist du denn mittlerweile stark genug? Ich meine, nach all dem. Komm, hier, unser Stärkewert ist 85, das reicht. Wir werden sehen. Dann viel Erfolg. Lass dich nicht unterkriegen, okay? Okay, so, ja, die 1000 Splitter, die kriegen wir noch zusammen. Reden wir erstmal mit Kaya. So, Thorald braucht dich. Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Elex-Experiment. Ja, ich hatte schon so etwas befürchtet. Ich meine, wenn seine Theorien stimmen, könnte es den Alps mit einem Schlag die Kampfkraft nehmen. Grund genug, es zu versuchen. Sag Thorald, ich werde da sein, wenn er das Experiment startet. Gut, alles klar. Schon erledigt. Dann machen wir... Lohn der Arbeit, neue Steuer. Jetzt müssen wir die trotzdem finden. Da oben ist die. Gut, da kommen wir sowieso noch hin. Der letzte Flug. Dann machen wir kurz Showdown mit Kallax. So, machen wir halt die Quest zuerst. Alles klar, Saddam ist weg. Kallax wird uns laut Minimap nicht als Feind angezeigt. Okay, sondern als Questziel. So, Brüderchen! Ich weiß, dass du hier bist! Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort? Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Voll die Kampfmontur, ey. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Einmal den Code, bitte. Ja. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden?
Du bist kein Elexitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aha. Moment. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. DACD. Haben wir schon mal gesehen. So, komm, mach mal Kinder mit Berserkern. Weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Traurig. Kälte werden entsprechen. Irgendwas stimmt nicht mit dem Hybriden. Das ist so offensichtlich, Mann, ey. Kälte wird so. Du bist mein Bruder. Gibt es nichts, was uns verbindet. Okay, gehen wir mal vom Vergangenheitsding weg. Ich will nochmal das mit dem Code. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein, die Quest haben wir schon abgeschlossen. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. So, okay, also das war die Code-Geschichte. Machen wir das Was Kollektiv. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elexitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elexitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Ihr Schweine. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Ihr seid halt Drecksäcke, einfach Drecksäcke. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Tja, hättet mich nie abschießen sollen, ihr Pisser. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Warte, das Fiepen, das da. Ah. Okay. Ah, okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann. Und er dringt auch nur selten zu dir durch. Ah, das sind jetzt immer Befehle. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Okay, so, letztes Thema, das Vergangenheitsding. Du bist mein Bruder, können wir nicht nehmen. Gibt es nichts, das mir das verbindet? Irgendwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Hybriden. Das ist so offensichtlich, dass selbst du das einsehen musst. Selbst wenn, es gibt doch keine Alternative. Der Hybrid, er stimmt uns zu. Er sagt, er kenne die Zukunft. Er sagt, er würde uns helfen, die nächste Evolutionsstufe zu erreichen. Wie soll er das schaffen, wenn er nicht einmal in der Lage ist, einen einfachen Code seines eigenen Systems zu ändern? Du kennst doch seine Macht. Allein schon deswegen müssen wir ihm folgen. Ich bin lange genug hier draußen und habe erkannt, dass es alternative Wege gibt. Auch ohne die Macht des Hybriden.
Wir sollten besser gemeinsam für unsere Zukunft kämpfen, anstatt unser Potenzial zu verschwenden. Nichts ist stärker als die Macht, die uns der Vollkommene verleiht. Deine Niederlage gegen mich, einem Ausgestoßenen, wird dich vom Gegenteil überzeugen. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Okay, dann klatschen wir uns jetzt. Ich werde das hier jetzt beenden. Du gehörst mir. So. Hui! Oh, verdammt. Okay. So, Kampf gegen Kallax. Und er hat so eine blöde Waffe, die die Ausdauer nicht regenerieren lässt, aber... Aber bewusstlos. So, können die dich mal killen? DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt. Wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. Verärgert. Nein, ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Blöder Bruder. Hey, wir können dich jetzt nicht töten. Cool. Okay, DACD machen wir mal... die Separatisten. Kümmern wir uns einmal darum. So. Ach, Gegner auf der Minimap. Okay, dann lebt Kallax halt weiter. Ich dachte, wir töten den. So war es zumindest, glaube ich, in den anderen beiden Spieldurchläufen. Aber ich glaube, vielleicht weil wir so kalt sind, können wir den diesmal nicht töten. So, Papi ist weg. Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja, er taucht bestimmt bald wieder auf. Okay. Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Mann, haben wir den Vaterkomplex. Niemand. Vadek hat unseren Weg gewählt, weil er es wollte. Auch du wirst hoffentlich noch erkennen, was für unser Volk das Beste ist. Okay, Moment, erstmal speichern. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du? Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? So. Ich bin auf gar keiner Seite. Na, dann sagt er nur, wir müssen uns entscheiden. Die Alps müssen überleben. Ich bin auf der Seite der Menschen. Welche Rolle spielt das? Welche Rolle spielt das? Ich kämpfe gegen die Elexitoren. Reicht das nicht? Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke... Wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Ja, und jetzt ist es, Hybrid muss weg, also wir können den nicht töten. Wir sind zu kalt dafür. Was willst du mir sagen? Ich bin mir sicher, dass man vernünftig reden kann. Moment mal. Nehmen wir erstmal die neutralen Optionen. Was genau willst du mir damit sagen? Von deiner Antwort wird abhängen. Ob wir an einem Strang ziehen oder ob wir uns in Xarkor als Feinde gegenüberstehen werden. Also überlege dir gut, was du nun antwortest. Gut, also die Verbindung, die ist schon mal weg. Wir können jetzt kämpfen oder ich weiß nicht, was man darf. Ich bin mir sicher, dass man vernünftig mit dem Hybriden reden kann. Du hast das immer noch nicht begriffen, oder? Yep, verkackt. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass du es jemals wirst, nach allem, was ich jetzt weiß. So oder so als kalte so Person. So werde ich das Risiko jedenfalls nicht eingehen, dich weiterhin wirken zu lassen. Wie willst du mich daran hindern? Mit allen Mitteln, die mir noch geblieben sind. So, zack. Sestagsrebellion. Oh, fuck, ich blute. Aua, Pflaster. So, ja, wir müssen jetzt halt die Separatisten wegklatschen. Da haben wir keine andere Wahl. Der hat einen scheiß Granatenwerfer. Gut, wird weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Wir haben keine Wahl. Aua. Ah, ich muss weg. Muss wegfliegen. Trink Trank. Okay. So, wir haben keine andere Wahl. Als kalte Person muss der einfach sterben.
So. Geklatscht. Oh, da kommen noch mehr. So, aber das gibt uns immerhin noch ein paar Elex-Splitter, die wir zack, zack brauchen. Mal gucken, ob ihr mit Elex dabei hat. So ein heimlicher Junkie hier. Oh, der ist schon tot. Okay. Anscheinend weiß jetzt jeder Bescheid, dass wir böse sind. Oh, da ist ein Patron da unten. Moment. Den klatschen wir weg. Brauchen noch ein bisschen Material. Zack. Zack. Juckt ihn nicht. Juckt ihn halt fast echt nicht. Toll. Okay, müssen wir jetzt alle töten oder nicht? Der Eispalast. Was bedeutet DACD? Okay, die Stimme des Elex. Dann würde ich sagen... Ja, wir machen durch die Eiswüste im nächsten Part. Kämpfen gegen die... gegen die ganzen Commander. Aber erstmal, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, guck mal, da haben die sich neu postiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.